بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، بإذن متنبوخة العربية بين يديك، الوحدة السادسة، الصلاة، الدرس الرابع والخمسون، لكتيون 54، الكتابة. العرض دي بريزنتاتيون ها und تا مربوطة. Wir haben einmal viele kommen durcheinander mit dem H und dem Mim. Wir müssen uns merken, dass der H zwei Lücken hat. Der Mim hat nur eine Lücke oder ein Loch. Und Ta, von dem gibt es zwei Arten, und zwar ganz normalen Ta und dann Ta Marbuta. Ta Marbuta ist immer nur am Ende. Das ist die erste Besonderheit. Die zweite Besonderheit ist, dass dieses Ta Marbuta nur an den Wörtern hängt. Also ein Fe'il. Ein Verb hat niemals ein Ta Marbuta, das hat immer nur ein Ism. Und mit diesem Ism eben auch die Adjektive, weil im Arabischen teilen wir eben die Wörter oder das Wort in drei Teile, drei Sorten. Einmal Harf, das sind die Präpositionen, und dann Fe'il, das sind die Verben, und dann Ism, und das sind dann alle anderen Wörter. Und ein Ism bekommt immer ein Ta Marbuta, die anderen eben nicht. Die nächste Besonderheit ist, dass wenn man darauf stoppt, dass dieses T ein H wird. Wenn wir werden einige Beispiele haben und da können wir das dann sehen, inshallah. Wir haben als erstes H, fil Bidaya, am Anfang, fil Wasat, in der Mitte, und fil Nihaya, am Ende, und fil Nihaya, eidan. Je nachdem, ob das zusammengelesen oder verbunden wird mit dem anderen Buchstaben oder eben getrennt. Jetzt zum Beispiel ein Wow. Ein Wow lässt sich nicht verbinden, deswegen wäre dann der Herr jetzt so. لدينا هذا, Bruder Hassan, ما معنى هذا? Dies. Genau. الظهر, أخونا شهريا, ما معنى الظهر? الظهر معناها Mittagsgebet. Genau. Nicht Mittagsgebet, sondern einfach nur Mittag. Ah, Also Mittag. je nachdem, was man sagen möchte, zum Beispiel Waqtu al-Zuhr, die Mittagszeit, Salat al-Zuhr, das Mittagsgebet. Wie gesagt, im Arabischen haben wir immer diese Abkürzung, wir können einige Wörter davor, danach löschen, weil man das dann automatisch versteht. Al-Munabbih, Akhuna Hassan, ma ma'na al-Munabbih? Na, Arif, ich hab's vergessen. Das letzte Mal, es gab, ne? Kunna naqul Ahmed oder Salimun yada'u al-munabbiha bijanibihi. Ah, der Wecker. Genau, richtig. Und das ist das Schöne an einer Sprache. Wenn man eine Sprache lernen möchte, dann sollte man öfters Sätze auswendig lernen. Wie jetzt hier, wir haben den Satz auswendig gelernt, wir haben ihn so viele Male wiederholt. Die einzelnen Wörter können wir vielleicht nicht irgendwie wieder hervorbringen. Aber wenn wir den Satz wieder haben, dann kann man das. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel fünf Wörter habt, macht mit diesen fünf Wörtern einen Satz, eine Geschichte. Ihr könnt euch diese Geschichte dann immer wieder erwähnen oder erzählen und dann könnt ihr die ganzen Wörter einzeln wieder rausholen. Im Tajwid ist es genauso. Im Tajwid haben wir zum Beispiel Idram Birunna. Wir gehen jetzt ein bisschen kurz raus. Idram Birunna haben wir vier Buchstaben. Ja, wow, Mim, Nun. Einige können sich das nicht auswendig lernen. Was machen sie? Wir lernen ein Wort auswendig. Yumin. Hast du das Wort Yumin auswendig gelernt, kannst du dann jeden einzelnen Buchstaben wieder herausholen. Es gibt zum Idram Birunna und Idram Bilarunna. Bilarunna sind zwei Buchstaben. Lam Ra. Wie lernen wir das auswendig? Wir sagen den ganzen Wort Yarmalun. Da haben wir dann Idram Birunna und Bilarunna in einem Wort, Yarmelun. Und somit können wir dann die Buchstaben wieder rausholen. So kleine Eselsbrücken. Hazihi, kurz gefasst, ist das, also Demonstrativpronomen, glaube ich, für weiblich. Al-An, Mekka. Hier sehen wir zum Beispiel, wir haben darauf gestoppt und haben nicht Mekket gesagt, sondern Mekka. Also den Ta haben wir zu einem H gemacht. Salah, das Gebet.
التدريب الأول مر بقلمك على الحرف. Geh mit dem Stift auf die Buchstaben. Natürlich ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären vielleicht, aber ich versuch's. Das Schreiben von den Buchstaben. Beginn von oben und versuchen das dann eben so, einen Kreis zu machen. Und in der Mitte gehen wir dann einfach so runter. Das ist die einfachste Art und das ist eigentlich die richtigste Art, ein Herr zu schreiben. Weil viele haben Probleme mit dem, die machen. Ja, die machen es zum Beispiel so und dann her so. Aber es ist gewöhnungsbedürftig. Also man kann sich mit der Zeit daran gewöhnen. T kann man ganz normal machen. Einen Kreis, wie ich davor gemacht habe, und dann die zwei Punkte. So, falls niemand Fragen hat, dann gehen wir runter. التدريب الثاني أو الثالث أقصد مر بقلمك على الكلمة. Hier haben wir jetzt ein Wort und nicht einen Buchstaben. هذا الظهر مكة und صلاة. Und dann auch noch تدريب إنسخ. Schreib nochmal. هذا الظهر مكة und صلاة. Natürlich, wir haben bis jetzt nicht irgendwie viel an dem Schreiben geübt, aber trotzdem ist das sehr wichtig. Also am Anfang wird es einem schwer fallen, aber mit der Zeit ist das wirklich sehr nützlich, weil durch das Schreiben lernt man auch auswendig. Ich kann mich noch erinnern, als ich Koran auswendig gelernt habe, da hat mir der Lehrer auch öfters mal gesagt, ich soll die Suren erstmal aufschreiben. In Maghrib, glaube ich, ist das auch so eine, wie soll ich sagen, das ist eben diese Lehrensmethode, dass der Schüler das auswendig lernt, das aufschreibt und dann nachher das dem Lehrer vorträgt und dann wäscht er die Tafel, weil die haben immer noch Tafeln. Er wäscht sie und während er sie wäscht, wiederholt er nochmal die Seite, die er auswendig gelernt hat und dann schreibt er die nächste Seite. Darf ich dazu eine Frage stellen? Ja, bitte. So eine praktische Frage. Also ich finde, Schreiben ist auch eine sehr gute Methode, aber wenn man Ayat aus dem Koran zum Beispiel auf einem Papierstück niederschreibt, ich habe immer eine Sorge, wie man das dann sozusagen entsorgt, auf eine Weise, die nicht sündhaft wird. Also ich habe gehört, man muss das dann verbrennen. Die beste Art ist eben, die Wörter zu trennen und dann hättest du das dann zu vergraben. Das ist die beste Art. Die zweite eben dann, dass man das verbrennen soll, ja. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten einmal ein Problem in Syrien. Wir hatten einen Schüler, der hat Abdurrahman geschrieben. Und der Schüler fragt seine Mathematiklehrerin, also unsere Mathematiklehrerin, was soll ich jetzt mit dem Namen machen? Was, ich kann ja nicht wegschmeißen. Ein Schüler sagt, teil Abd und Rahman weg. Behalte Rahman und schmeiß Abd weg. Das finde ich schwierig, wenn du Notizen machst, aber du brauchst das nicht, du willst das entsorgen, aber du kannst also einfach auch nicht so buddeln und dann in Deutschland ist es manchmal schwierig, einfach so das zu entsorgen. Ja, in Deutschland ist es wirklich sehr schwer. Aber wir stattdessen, wir können einfach im Balkon grillen, niemand würde uns was sagen. Wir behalten dann einfach die Seiten und wenn wir dann grillen möchten, dann verbrennen wir sie. Okay. التدريب الخامس لاحظ وأعد على النقاط دي gleichen Buchstaben نفس الحروف ها في البداية ها في الوسط وها في النهاية وفي النهاية وتا مربوطة في النهاية وتا مربوطة في النهاية und das müssen wir dann eben wiederholen. Ups, ein bisschen zu tief. التدريب السادس صل بين الحرفين المتطابقتين. Was ist hier die Aufgabe? Man muss die Buchstaben die Buchstaben mit den passenden oder man muss die gleichen Buchstaben miteinander verbinden. Genau, richtig. Das ist die Aufgabe. التدريب السابع اكتب الحرف الذي تنتهي به كل كلمة. Er schreibt den Buchstaben, mit dem das Wort endet. Das ist auch eine ganz einfache Aufgabe.
بعد ذلك تدريب ثمانية اكتب الحرف الناقص في كل كلمة. Schreib den fehlenden Buchstaben in jedem Wort. Einfach nur kopieren, copy paste. Wir könnten aber trotzdem die Wörter übersetzen. Ma ma'na zahibun, ya Hassan? Das ist ein Pfeil von Zahaba. Zahaba heißt gehen, also der gehen. Gehende wäre es Na, ungefähr. Ahsant, genau. Shahriya, ma ma'na tayyiba? Ich weiß leider nicht, was Tayyiba bedeutet. Tayyib? Weißt du, was Tayyib bedeutet? Ich hab das schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was es bedeutet Tamam. leider. At-ta'amu tayyibun. Also Ta'am ist das Essen. Genau. Tayyibun ist sowas wie gut, lecker. Ah, okay. Deswegen sagt ich auch kann Allah Laziz. Genau, Laziz geht auch schmeckend. Deswegen sagt auch Allah Azzawajal, fakulu, ich kann mich nicht an die Verse richtig erinnern, fakulu halalan tayyiba. Also das Essen muss halal sein und gleichzeitig auch gut sein. Zum Beispiel verdorbenes Fleisch. Verdorbenes Fleisch ist eigentlich halal. Also wenn es auf die richtige Art geschlachtet wurde. Aber es ist fasid, es ist verdorben. Und deswegen ist es nicht tayyib. Zuhran, ma ma'na Zuhran, ya Hassan? Am Mittag. Naam, Ahsant. Shahriya, kannst du das übersetzen oder Al-Munawwara? Al-Munawwara, also das ist so oft der Beiname der Stadt Medina, aber ich genau. Weiß nicht, was Munawwara genau bedeutet. Munawwara يأتي من كلمة نور. Also kommt von Nur. Genau, von Nur, von Licht. Munawwar ist leuchtend. Wir sagen zum okay. Beispiel, der Mond leuchtet oder ist leuchtend, Eigenschaft. Dann sagen wir Munawwar. Al-Qamaru Munawwarun. Und hier in Ägypten, wenn man zum Beispiel neu ist, dann fragt man öfters einen, von wo kommst du? Und dann sagst du, von Deutschland, von Pakistan, von so und so. Und dann sagt er, Munawwar, Nawart Misr. Du hast Ägypten erleuchtet. Deswegen, wenn ihr kommt, fragt einfach jemanden, von wo kommst du, von welcher Stadt. Und dann kannst du sagen, Munawwar. Und dann sagen die, oh, du bist Ägypter geworden. Vom ersten Monat. Also man sagt nur Munawwar? Du kannst Munawwar sagen, das ist die Kurzfassung. Also sowas wie, du hast es erleuchtet. Also in diesem Wort Munawwar hast du schon alles gesagt. Wenn du den langen Format haben möchtest, dann sagst du Nawarta Misr oder Nawart al-Qahira. Nawart, je nachdem, was du möchtest, was du erleuchten möchtest. Genau. Du kannst es auch Masjid sagen, zum Beispiel. Nawart al-Masjid. Man kann sagen, Nawartul, wenn du nach Berlin kommst, Nawartul Berlin. Nawarta Berlin. Nam. Nawarta Berlin. Tamam. بعد ذلك كلمة الله. Al-Munabbih, wir haben schon gesagt, Al-Wecker, Hadihi und Al-Qahwa. Natürlich, jeder weiß, was Al-Qahwa ist. Kaffee. Na. طيب. ننتقل إلى آخر صفحة أظن. Das ist die letzte Seite, glaube ich. Die vorletzte. بعد ذلك الياء وال... Wer kann mir sagen, was dieser Buchstabe ist? Alif Maksura. Ahsant, nam. Und es gibt noch eine andere Alif, die hieß? Alif Mamduda. Genau, Alif Mamduda ist den ganz normalen Alif, der ein Strich ist. Und das ist dann eben Alif Maksura, der, wenn das Wort in einer anderen oder konjugiert wird oder irgendwie umgewandelt wird, dass es vielleicht zu einem Ja umgewandelt wird. Ja fil Bidaya. Waya fil wasat, waya fin nihaya. طيب. Natürlich gibt es hier auch ein bisschen Kleinigkeiten. Also die ägyptische Schrift achtet nicht viel auf die Punkte. Zum Beispiel, ich heiße Binarbashi am Ende. Und
Shi, da fügen sie noch ein Ja hinzu und die legen öfters nicht die Punkte. Also wenn ihr so ägyptische Bücher sieht, dann werden sie öfters nicht auf die Punkte achten. Für den ist Elif Maksura gleichzeitig auch ein Ja, so von Schriftart mäßig. طيب يا حسن ما معنى يقرأ؟ Er liest. نعم أحسنت. ما معنى عليكم يا شهريا؟ عليكم معناه auf euch. Genau, auf euch. أحسنت. علي اسم النعمة. ويا حسن ما معنى جدي؟ Mein Großvater. نعم، mein Großvater. ما معنى على يا شهريا؟ على auf. Auf, نعم أحسنت. وما معنى جمادة يا حسن؟ لا أعرف. لا تعرف. وأنا صراحة أيضا لا أعرف. Also جمادة ist Ein ein Monat, oder? Monat. Genau, ein Monat, den die Araber benutzen. Die Ägypter und die Syrer, wie ich das jetzt verstanden habe, haben unterschiedliche Namen für die Monate. Aber alle benutzen eigentlich immer dieses Augustus, Juni, Juli. Also das Bekannte, nur eben so durch die Aussprache ein bisschen umgeändert. Zum Beispiel Jänner anstatt Januar, Februar, Februar, März, Maris, April, Mayo, Juni, glaube ich. Und dann Juli, ja, Augustus, August, September, Oktober, November, Dezember. Und diese Monate, die jetzt hier erwähnt worden sind, benutzt man öfters nicht. Oder eher eigentlich in Syrien. التدريب الأول مر بقلمك على الحرف. Hier müssen wir dann eben die Buchstaben aufschreiben. Bei der Ich habe eine Seite. Frage, was Bruder Hassan gesagt hat. Ana Arif bedeutet, ich weiß nicht, oder? Ana la Arif, ich weiß nicht. Ala Arif. Nein. Und ich habe gesagt, wa ana la Arif aydan, ich weiß auch nicht. التدريب الثالث مر بقلمك على الكلمة علي جدي يقرأ أو يقرأ وعليكم. So. Jetzt gehen wir zur letzten Seite und dann die Prüfung. التدريب الخامس لاحظ واعد على النقاط. Hier müssen wir dann eben die Buchstaben nochmal aufschreiben. التدريب أظن سهل. التدريب السادس ضع علامة صح أمام الكلمة التي فيها الحرف. طيب. Wir können das ein bisschen so aussprechen oder so als Sprache üben. Hier sagt er, ضع علامة صح, leg den richtig Haken neben dem Wort, der diesen Buchstaben hat. Ja, الآن مثلا. يسمع. حسن, هل كلمة يسمع لديه الحرف يا؟ نعم. نعم. في بداية الكلمة أم وسط الكلمة أم نهاية الكلمة؟ في بداية الكلمة. نعم، في بداية الكلمة. أما أنفانك تسواتس. طيب الآن أخونا شهريا النبوي، هل كلمة النبوي لديه حرف يا؟ نعم. نعم لديه. في بداية الكلمة أم وسط الكلمة أم نهاية الكلمة؟ في نهاية الكلمة. أحسنت. نعم أخونا حسن، متى؟ هل الكلمة لديه كلمة الحرف يا؟
Nam. Aina. Fi nihayat al-kalima. Lakin hadhihi aw hadha al-harf alif maqsura wa laysat ya. Nam, walakin. Jetzt muss ich auf Deutsch. Wenn wir ihr Okay. Rat machen, dann öffnet sich das Elif Maksura wieder und wird zum Ja. Richtig? Ja, Rab meinst Ah, du? nein, Also wenn okay. wir das Nein, umändern. wenn wir umändern würden, geht aber nicht, weil das ist kein Genau. Befehl, habe ich Genau. Fehler gemacht. Meta ist ein Harf und zwar wann. Und deswegen ändert sich das nicht. Und es bleibt immer ein Elif Maksura. طيب الآن لماذا هل يا أخونا شهري الكلمة لماذا لا لديها لا طيب الآن مريض هل الكلمة لديها الحرف يا يا حسن نعم نعم في واسطة نعم في واسطة وسط الكلمة واسطة الكلمة أحسنت نعم الآن الحرف الألف المقصورة أولى أولى der erste weiblich oder die erste أخونا نعم الشهرية نعم في فيل ich habe vergessen mit نون war das Wort في وسط الكلمة أم نهاية الكلمة فيل نهاية نعم الكلمة نعم في نهاية الكلمة ماذا أخونا حسن ماذا لديه الحرف ألف المقصورة لا لا تمام إلى أخونا شهرية Ich habe إلى eine Frage, also das vorher war la, oder? Also was Hassan gerade gesagt hat? genau er La, hat la genau. gesagt Okay, es ist beides zwar Alif, aber nicht kein Alif Maksura, oder? genau ja das ist Elif Mamdouda hier Ah, okay. الآن إلى سو نعم البداية في في البداية نعم في البداية في البداية الكلمة. أم النهاية؟ Oh, sorry. نعم في النهاية. أحسنت في النهاية حي كاين بروبليم لا مشكلة حي هل لديه الحرف ألف مقصورة؟ لا. لا لديها وإنما ليس. يا نعم المصلى نعم في النهاية نعم الكلمة. نعم في نهاية الكلمة أحسن الآن الألف الممدودة لماذا؟ هل لديها الألف الممدودة؟ نعم في نعم وسط الكلمة ونهاية الكلمة أيضا. أحسنت نعم هيا بنا لوس كيت هل لديها الألف الممدودة؟ نعم also zweimal sogar مرتين هيا und بنا مرتين نعم zweimal مرتين مرتين نعم مرتين ال في نهاية الكلمة نعم في نهاية الكلمتين in den beiden في نهاية Wörtern الكلمتين نعم كوا هل لديه الألف الممدودة؟ لا لا وإنما ألف مقصورة شاي هل لديه الألف الممدودة؟ نعم في كاساتي ولا وسطي وسطي في نعم وسط الكلمة نعم في وسط الكلمة الكلمة الأخيرة هذا هل لديه الألف الممدودة؟ نعم في نهاية الكلمة نعم في نهاية الكلمة أحسنتما
الآن التدريب السابع، اكتب في الدائرة الحرف الذي تنتهي به الكلمة. لدينا يكوي، هي، الشاي، ويصلي. أخونا شهريا، بأي حرف تنتهي الكلمة أو الكلمات؟ Ich muss noch mal überlegen, was genau die Aufgabe ist, aber Tentehi, zum. wir haben gerade Nihaya gesagt. Nihaya kommt von Tentehi, also das ist das Verb. Nihaya, intaha, yentehi, tentehi. Tamam? Bimada, mit was? Tentehi الكلمات. مت يا أيضا نعم، مع الحرف يا. ما الحرفية أحسن، مع البوشتاب يا. طيب أخونا حسن، صلى لدى متى أولى؟ بماذا تنتهي الكلمات؟ تنتهي بحرف ألف مكسورة. نعم، المقصورة بالقاف وليس بالكاف. مقصورة. نعم، أحسنت. هذا، وماذا، أنا، وخيرا. بماذا تنتهي الكلمات؟ تنتهي كلمات مع ألف ممدودة. نعم، مع الألف الممدودة. التدريب الثامن، اكتب الحرف الناقص في كل كلمة. في كل كلمة هي شخيم بلان تصفين دين فيلم بوشتام. حسن، ما معنى يوم؟ تاك المعنى تاك. يوم تاك نعم، وما معنى كوا يا شهرية؟ لا آسف يكوي الملابس. بلين يقبل also bügeln Kleidung. Genau, richtig. Bügeln. طيب، بعيد، ما معنى بعيد؟ بعيد عكس من تقريب من قريب. بعيد قريب نعم. بعيد heißt also weit. Genau، أحسنت. أولى، ما معنى أولى؟ أولى der erste نعم، دي أرستة، weiblich. oder die erste Weil der erste, الأول، أول، الأول richtig. الأولى Aber, ja genau, okay. يصلي، ما معنى يصلي؟ معنى يصلي er betet نعم، هو يصلي، er betet. ما معنى متى؟ متى معناها wann Wann، تمام. نبوي، معنى نبوي بروفيت genau، prophetisch. بروفيتن ja, بروفيتش بروفيتن genau. Genau, die prophetische Moschee oder die Prophetenmoschee. Eigentlich auf Deutsch sagt man Prophetenmoschee. Ma ma'ana qarib? قريب معناها نا Na, ahsantuma. Wenn niemand Fragen hat, dann bleiben wir hier stehen. Ich habe eine kleine Frage. Also wenn man ein Alif Maksura hat, dann ist das auch ein Hinweis oder also kann das ein Hinweis sein, dass das ein, dass das weiblich ist, das Wort, oder? Genau, ja. Also wenn man Ta Marbuta oder Elif Maksura oder einen Elif und danach eine Hamza, wie zum Beispiel Sama, bei Sama haben wir ein Sin, Mim, Elif und dann nachher in der Luft ein Hamza, also nach dem Elif, nicht darüber. Und diese drei sind dann eben ein Anzeichen, dass das Wort weiblich ist. Ja. Es sei denn, es ist ein männlicher Name, zum Beispiel Hamza. Hamza ist vom Wort aus eigentlich weiblich, aber es ist für einen Mann gedacht. Hamza. Dann bleiben wir hier stehen.